und damit herzlich willkommen zum Klassiker Ghosts and Goblins von Capcom Elite 1988 und wir schauen uns einfach mal die Amiga-Version an und gucken wir mal, wie die hier so abgeht. Ist die genauso mies und asozial? Denk ich mal. So. So. Ich denke, sie ist genauso fies. Bisher aber ist schon mal der Anfang nicht ganz so krass wie sonst. So, was sind das für komische Münzen da oben? Oder Schilde? Kann ich gerade nichts mit anfangen? So, weggeflamed. Sehr gut. So. Okay, da finde ich aber allein jetzt schon die NES-Version oder die C64-Version, die hat bedeutend mehr Pep. Da kommt mir das hier nur wie ein schlechter Port vor. So, okay, das ist schon mal scheiße. Wie schnell war der weg? Wow. Naja, gucken wir mal. Wollen wir mal den Tag nicht vor dem Abend loben? Mal ganz ehrlich, ich wäre in der... Willst du mal... Alter, ich wäre ja in der Amiga... in der C64-Version wäre ich ja schon längst gestorben. Jetzt sind wir tot. Oha. Und wir haben auch bloß begrenzte Zeit, wie ich sehe. Okay. Scheiße. Oh, wir behalten unser Feuer. Ist ja nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Irgendwie ist das schon eine sehr lame Version von diesem Spiel. Trotz alledem, dass es trotzdem noch schwer ist, wenn man nicht aufpasst. Aber mir scheint, diese Version ist irgendwie leichter gemacht. Ich weiß auch nicht. Mag sein, dass ich mich irre. Wahrscheinlich. So, aber schön, dass man es mal kennenlernt. So, da haben wir euch Schilder nochmal. So, was haben wir denn da? Pflanze? Was schmeißt sie denn da für komische Erbsen auf uns? Schon gemein. Und tot. Oh je. Was mir auffällt, ich mag mich vielleicht irren, aber man springt mit Hochdrücken. War das jetzt in der C64 bzw. NES-Version genauso? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist auch so wahr. Das macht das Springen schon ein bisschen problematisch. Was war das? Eine Rüstung? Habe ich mir die jetzt verkuckelt oder was? So. Alter. Aufpassen. Fiese Viecher. Ein Golem. Alter. Und platt sind wir wie eine Wanze. Tja, das ist Ghosts and Goblins, wie es leibt und lebt. Beziehungsweise hier ist ja alles tot, ne? So, jetzt verlieren wir wieder unsere Rüstung, ganz klar. Und fallen direkt ins Wasser. Yeah! Das ist so fies. Die Version, die wir hier spielen, bietet uns auch direkt von Hause aus einen Trainer. Das heißt, hier wäre wieder Schummeln angesagt. Ich habe ihn aber nicht aktiviert. Denn wir wollen ja keinen Walkthrough machen, noch kein Let's Play. Wobei ich sage, sollte ich überhaupt mal ein Let's Play von Ghosts and Goblins machen, dann nur mit Trainer. Sag ich, wie es ist. Denn ich tue mir das nicht freiwillig. Tu mir das nicht freiwillig an. Nein. Wenn es schon so gemein ist, dann wenigstens mit ein bisschen Hilfe. So, hau ab. Was gehst du mir jetzt auf den Pelz da? Jetzt macht er gleich seinen Mega-Jump.
Ja, jetzt gehen die mir auch noch auf den Sack, oder was? Boah, weg ist... Jo, 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 jo. Wir haben ihn gebasht, aber... Oh no? Dachte schon, das Spiel wäre gecrashed. Alter, wieder. So. Also das mit diesen Monstern, die da noch waren, das war nicht so schön. War nicht so cool. Ich denke, das war ein Bug, weil in der Regel haben die da, glaube ich, gar nichts zu suchen. So. Denn das wäre erhöhte Schwierigkeit. Das ist ja schon mies. Hau ab! Nerv. Boah, wie fies, ey. Ja, klar. Hilf ihm noch! Was ist das für eine Kackversion? Ah, wir haben ihn gebasht. Jetzt grabben wir uns den Key und sehen noch ein Stück von der nächsten Welt, Level, wie auch immer. Ich denke einfach am nächsten Level. Oh Gott. Hier ist es auf jeden Fall sehr frostig. Wow. Macht der einen Satz nach oben, der Sack? Naja, wie gesagt, zumindest ist das Spiel dahingehend fair, dass wir unsere Items behalten. Alter! Wir haben noch einen Versuch. Ist ja geil. Aber ich glaube, das ist unser letzter. Okay. Okay. Wenn es so ist, dann ist es so. Wollen wir gar nicht lange schnacken und uns den Kopf zerbrechen. Aber ihr geht mir hier ein bisschen auf den Pinsel. So, wow. Oje. Normalerweise jetzt hier große Gegnerparade. Wo sind die? Okay. Da sind die. Und wir können sie nicht bashen. Wir können sie nicht bashen. Das ist ja schade. Ah, es ist Game Over. Und ihr konntet euch zumindest mal einen kleinen Einblick in diese Version machen von Ghosts and Goblins auf dem Commodore Amiga. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.